Der Zahn der Zeit ging auch nicht an der Miles & More vorbei. Und so sind auch dieses Jahr noch einige Sanierungen zu machen. Deshalb bringe ich heute das Schiff nach Lemmer. Das Unterwasserschiff muss erneuert werden. Die ca. 20 Schichten von Anti-Fouling der letzten Jahre müssen runter. Sie werden in einer Werft in Lemmer vom Rumpf abgestrahlt. Dann werden 3 Schichten Primer gestrichen und wieder 2 Lagen neues Anti-Fouling aufgetragen, um anderen Bewuchs fernzuhalten. Da diese Arbeiten in der Halle ausgeführt werden, fahren wir ohne Mast über den Flüssen und das Heger Meer in den Prinzess-Margret-Kanal nach Lemmer. Ohne Mast sind, kann das Schiff an der Slipanlage aus dem Wasser gezogen werden. Die Firma Shipyard hat hierfür das geeignete Equipment und in wenigen Minuten wird das Schiff in das nahegelegene Werftgelände transportiert. Den Aufenthalt in Lemmer nutze ich ebenfalls für die Erneuerung der Sprayhut und Kuchenbude. Die haben mit 22 Jahren sicher schon länger gehalten als manche andere. Für die Fertigstellung dieser Arbeiten wurde mir Mitte bis Ende Mai zugesagt. Das Notwendige verbinden wir mit dem Angenehmen und so haben wir für den Abend einen Tisch bestellt im Fisch und Meer in Wautzend, wo wir schon einige Male hervorragend gespeist hatten. Und auch dieses Mal wurden wir nicht enttäuscht. Mit Fischsuppe, gebratenen Jakobsmuscheln, Steinbutt, Kabeljau und zum Abschluss eine Käseplatte bzw. ein schmackhaftes Dessert wurden wir verwöhnt. Mit der nötigen Bettschwere hatten wir eine ruhige Nacht im Hotel Iselmeer. Am nächsten Morgen ging es dann bei winterlichem Schneegestöber wieder zurück in die Heimat.